Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 122 von Avorion. Ja, der Thomas Dehler hat geschrieben, genau. Ich habe wieder mal den roten Faden angekündigt und dann wieder gleich verlassen, wieder nicht das gemacht, was ich machen wollte. Das ist auch manchmal ein bisschen verhext, sozusagen, was ich da fabriziere. Dann definitiv das, was ich da letztens gemacht habe, habe ich auch noch im Video gesagt, das ist strategisch total schlecht gewesen, was ich da beim Piratenkampf veranstaltet habe. Schlimmer geht's, glaube ich, gar nicht mehr. Okay, und ja, da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie weiterkommen. Der Thomas meinte, ich sollte mal schauen, was meine anderen Schiffe machen, weil da habe ich ja auch noch ein paar hier rumfliegen, ne? Und da sollte man vielleicht mal gucken, ob die auch Aufträge haben und vielleicht handelmäßig was machen können. Also hier ist die Spritquelle. Das ist hier Reiter 1. War das der jetzt? Ne, das war die Spritquelle. Wo ist Reiter 1? Da ist Reiter 1. Der macht auf jeden Fall nix. Ein Schiff in Sektorwechsel machen wir jetzt erstmal. Hat man den nicht Aufträge gemacht? Die sollten Dingens abbauen. Ich glaube, Reiter 1 war auch ein Minenschiff, oder? Ein Bergbauschiff, also nicht Minenschiff. Ein Bergbauschiff, oder? Oder nee, doch nicht, ne? Das ist doch keins. Ja, dann schauen wir doch mal hier gerade rein. Was haben wir denn hier drin? Der Bolter-Geschützturm und ein Doppelflak-Geschützturm. Mehr ist das nicht, okay. Aber wir sind die alle durchgegangen wegen der Crew-Geschichte, ne? Weil sich das ja geändert hatte. Hier ist jetzt kein Feld frei mit der Rechenleistung. Eisenmetallschrott. Aber wir müssten jetzt erstmal schauen, dass wir ein Ressourcendepot kriegen, weil. Da wollten wir ja noch was abbauen, ne? Ja, fliegen wir da mal gerade hin und gucken, ob wir da was finden. Das ist ja noch nicht entdeckt. Da unten ist es, okay. Fliegen wir da gerade mal so hin und checken gerade den Sprung. Da sind wir weg. Ach so, ja, dann schauen wir mal schnell das Intro noch an und dann gucken wir weiter, ne? Bis gleich. So, gesprungen sind wir und dann gucken wir hier mal rein. Was ist hier? Nix wahrscheinlich, oder? Doch, hier ist eine Kreuzung, hier ist ein Schiffsreparaturdock. Okay. Das war jetzt nicht das, was wir wollten. Nach dem geht's hier. Ja, komm, dann können wir auch ein Tor nehmen, wenn wir dahin fliegen wollen. Südost. Süd-Südost. Südost, Süd-Südost. Süd-Südost ist unser Tor. Fliegen wir doch da gerade einmal hin, oder? Weiter 743 die Geschwindigkeit, sehr gut. Einmal da reingesprungen und geguckt, was im nächsten Sektor dann ist. Do, der Abenteurer ruft dich. Entern war. Hallo, ich bin überrascht, dass du dich schon so nah an das Zentrum der Galaxie ranwagst. Warum? Dein Schiff ist eigentlich ziemlich klein für diese Region. Du wirst Piraten und andere Schurken andocken, da du ein leichtes Ziel für sie bist. Anlocken, da du ein leichtes Ziel für sie bist. Du solltest umkehren und ein größeres Schiff bauen, bevor du dich weiter vorwagst. Danke für die Warnung. Ja, ich habe ja auch schon ein größeres Schiff, ne? Würde ich sagen, oder? Ist er das da, du? Du, der Abenteurer. Wenn ich den anfunke, geht da noch was? Nö, jetzt ist er schon weg. Karte. Reingeguckt. Und Raumjägerfabrik. Fusionsgeneratoren, Antigravitation. Okay. Hier ist nix. Jetzt müssten wir noch gucken. Ost. Südost. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen das andere haben. Da unten ist es. Nee, da sind wir hergekommen. Wo ist denn noch ein Tor? Das hatte ich gerade ausgewählt. Ich brauche noch ein Tor mehr. Hier muss doch noch eins mehr sein. Da oben. Da will ich in Südwest, ne? Südwest, ja, passt. Dann fliegen wir da jetzt noch rein.
Weil hier ist kein Ressourcendepot. Allerdings ist das eine andere Fraktion. Müssen wir mal gucken, wie gut das da ist, oder? Schauen wir mal. Was gibt es hier jetzt? Also, da. Hier gibt es nur einen Schrottplatz. Super, oder? Das ist ein West-Südwest-Tor. West-Südwest-Tor. Das wäre also dahin sprengen, ne? Ja, komm, machen wir. Kurz da einmal hingeflogen. Ich hoffe, wir haben hier nichts im Weg. Da ist ziemlich viel Schrott. Ist ja auch ein Schrottplatz, ne? Aber der Weg zum Tor war frei. Gucken wir da mal rein. Und schauen, was der nächste Sektor bringt, ne? Irgendwo müssen wir ja mal einen Schrottplatz haben, ein Ressourcendepot haben, ne? So. Schiffswerft. Ja. Na, Karte. Über den Dingens kommen wir hier nicht. Wir können nur nach Norden springen oder nach Süd. Ne, nach Süd. Doch Südost. Ja, gute Frage, ne? Zentrum ist nach oben links. Und das ist das Tor nach Süd-Südost. Und das ist das Tor nach Norden. Dann nehmen wir das Nordtor, das ist näher. So sollte es klappen. Einfach da rein. Zock. Aber das ist auch eine andere Fraktion. Aber hier gibt es einen Ausrüstungsdock. Hier gibt es ein Ressourcendepot. Plastikhersteller. Da oben ist das Ressourcendepot, ne? Lass uns gerade aber erstmal hier reingucken, wie die Zeit da plätschert. 15:20, okay. Hyperraum-Booster-System, Radarverstärker, Handelssystem, Autogeschützkontrollsystem, Frachtraumerweiterung, Geschützkontrollsystem, Radar, Radarscanner. Hier ist ein schicker Bergbauleser, den wir nicht kaufen dürfen. Das ist auch ein Bergbau, aber nur Titan. Aber der Rest ist jetzt nicht so interessant, glaube ich dann. Okay, das bedeutet, wir fliegen jetzt das Ressourcendepot an und verkaufen dann. Weil es ja weit weg war, 106 Kilometer. Antrieb leer, beziehungsweise Akku. Ja, wir können langsam weiterfliegen, oder? Lädt sich das jetzt auf oder nicht? Wohl nicht, ne? Wir müssen einmal in den grünen Bereich, oder? Jetzt lädt sich es auf, auch wenn ich langsam fliege. Okay, Dockingport gesichtet, noch nicht. Da kommen welche. Nehmen wir die Spitze da unten, auch wenn das andere näher ist.
Traktor Stahl halten. So. Jetzt müssen wir was loswerden. 6,2, ich glaube, das ist ein guter Kurs, ne? Verkaufen wir 8. Passt. Was verkaufen wir noch? Wir können auch noch ein bisschen mehr hiervon verkaufen. Nochmal 2. Und hier jetzt Titan auch nochmal 2 weg. Und von unserem Naonit haben wir ja auch schon reichlich, ne? Da können wir nochmal 5 wegtun. Oder? Ja, weg ist es. So, jetzt haben wir Geld gemacht. Jetzt können wir gucken, was wir bauen. Also, was wir ja tun sollten auch noch, das ist unsere Quest verfolgen. Da müssen wir ja Schiffe fragen, ne? Die da durch der Gegend fliegen, ne? Aber Frachter haben wir keine Informationen oder wie war das? Doch. Okay, das Alien-Anfrachter, das sei vielleicht von der Xotan, aber das ist unmöglich. Er sagt mir sogar, ich könnte es ihm in seinem Schiff einbauen. Ich frage ihn nach dem Preis, aber er war horrenteuer. Okay, das heißt, hier gibt es so eine Info. N drücken. Zweite Frachter. F. Werden immer besser. Sie verwenden jetzt genetische Glocken, um heute direkt zu forschen. Dadurch werden die heimgesteckt, obwohl zwei Verschütter mit einem hohen Wahrscheinlichkeit bekommen ein höherwertiges heraus. Okay. Nächste Frachter. Gibt es hier etwas Interessantes? Chancen werden immer besser. Okay, das ist das gleiche wie in Grün. Dann nehmen wir den vierten Frachter. Vielleicht hat der noch eine Info für uns. Okay, er hat einen großen Schmuggelring aufgebaut und betrügt seitdem unentwegt Leute. Da hat dieser neue Sotan-Tempel seinen Hyperraumantrieb aufs Extremste verstärkt. Weil jeder ein Stück vom Kuchen abhaben will, er bedrückt neue möchte gerne Schmuggler, die sich nicht zu helfen wissen. Arme Schweine, aber selber schuld, sie sollten lieber beim ehrlichen Handel bleiben. Anscheinend hat diese neue Sotan-Tempel seinen Hyperraumantrieb aufs Extremste verstärkt. Okay, da sind wir jetzt nicht weitergekommen, ne? Jetzt ein Schiff war noch hier, ein Frachter. Naja, einer oder noch ganz viele, ne? Haben wir noch was? Er ist ein Schmuggler, der zu frei ist, um seine Elite selbst abzuwägen, obwohl er den Fortschritt im Hyperraumantrieb hat, den ich je gesehen habe. Ich überlässt anderen Drecksarbeit, damit er sich selber in Gefahr gerät. Okay, das hat jetzt nicht weitergeholfen. Vielleicht erfahren wir ja nochmal. Ne, wir mussten, glaube ich, Schmuggler fragen in dem Sinne, ne? Oder Piraten fragen, wo der ist oder nicht. Naja. Jetzt haben wir erstmal die Kohle, das ist wichtig. Und jetzt wollen wir mit der Kohle Handel treiben, hat dann mal gesagt, oder? Es ist jetzt tatsächlich hier nicht mehr irgendwo noch die Lady zum Beispiel, die hat zuletzt abgebaut, kann sie jetzt nicht mehr, weil sie keinen Auftrag mehr hat. Abbauen in dieser Region. 255 Gefahrenhinterhalt. Nö, kann sie einfach abbauen, passt schon. Meine 1 ist da unten, kann auch abbauen. Okay, da ist die Gefahr größer. Dann machen wir das mal weiter nördlich. Da ist auch nur 3%. Aber warum kann ich es nicht starten? Energieanforderungen fehlen, das heißt, ich muss in den Miner rein. Den Miner rein machen wir hier.
Gut, mach da meine eins wechseln, passt. Okay, dieses Schiff ist viel zu schwach, okay. Das sehen wir. Ist das kaputt geschossen worden oder warum ist das so schwach? Das war falsch, B brauche ich. Okay. Trinium haben wir auch. Generator ist hier, ne, oder? Warte mal, Block umwandeln, Alt drücken. Geht immer noch nicht, irgendwie ist es kaputt. Ein beschädigtes Schiff kann ich nicht, okay. Reparieren wir das mal. Okay, jetzt geht's wohl, ne? Jetzt kann der wahrscheinlich auch selber hier schon. Also der ist definitiv zerschossen worden dann, ne? Jetzt ein Generator. Das sind Generatoren, ne, oder? Titangenerator, ja. Das kann nur ein freundliches Schiffswerft im Sektor gebaut werden. Okay, das würde bedeuten, ich muss das Schiff irgendwo anders hinschicken dann. Sind wir hier nicht freundlich? Was sind denn hier so für an? Also vielleicht müssen wir erstmal zu einer Schiffswerft hin, ne? Da also. Fliegen wir doch da mal hin. Überraum lädt auf, sehr gut. Energie ist schon wieder niedrig. Und schade, hat nicht gereicht. Oh. Das ist ja ziemlich cool, ne, dass das jetzt passiert. Ich muss jetzt erst auftanken, sozusagen, bis das funktioniert. Solange können wir mal gerade gucken, was hier so los ist, ne? Ja, Bergbauern, drei Stück. Das hier ist Eisenbergbau, okay. Da wäre ein bewaffnetes Geschütz, das passt alles soweit. Subsysteme sind das. Was sollen wir denn hier drinnen sitzen? Bergbausystem, aber nicht so ein dolles, ne? Das ist jetzt. Ach so, nee, das wollen wir jetzt nicht hier rausbauen. Aber hier ist ja auch noch zwei Slots frei, ne? Dann würde ich das erstmal da reinbauen. Und das ist die Wiederaufladrate. Und hier haben wir aber Reichweitenstärke. Dann können wir den nachher ausbauen und den auch ausbauen. Und das ist ein System, was dann auch nicht so dolle ist, ne? Frachtraum. Energie, okay. Jetzt haben wir ein bisschen Energie. Ich hoffe, das reicht jetzt zum Sprung hinkriegen, oder? Nee, reicht nicht. Schade. Das bedeutet, wir müssen definitiv mehr bauen hier. Batterie vielleicht, ne, oder? Das ist der Generator, das ist der Energiecontainer. Steuerung Copy, Steuerung V. Und dann aber den wieder in der Größe. So passt es erstmal. War das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Das war mehr Arm? Naja, die Generatoren müssen ja auch noch dann da besser werden, oder? Ah, das hat jetzt keinen Saft, ne? Das heißt, wir bauen nochmal einen Generator dazu.
Ach, da unten sitzt auch noch einer, ne? Wieso kann ich das? Generator kann ich hier nicht selber reinbauen? Jetzt sag nicht, der geht aber, ne? Auch nicht. Ich kann keine Generatoren bauen, oder was? Und was ist hiermit? Generatoren kann man nur noch mit einer Schiffswerft bauen, oder was? Was bringt mir das dann? Wie kriege ich dieses Schiff dann erstmal flugfähig? Boah. Dann müssen wir mal hier reingucken, ne? Produzierte Energie. Korrekturdüsen 50%. Antrieb. Lebenserhaltung, Schiffssysteme. Ach, ich weiß, was ich da gemacht habe. Ist natürlich super, ne? Hier, da ist mein Problem. Okay, dann machen wir das nicht. Und siehe da, schon geht's, ne? Schon lädt er. Wenn man so harte Sachen einbaut, ne, dann ist klar, dass keine Energie mehr da ist. Das muss man schon beachten. Hatten wir schon mal, glaube, ne? Thomas Stehler hatte mir das auch geschrieben, dass ich da was irgendwo gemacht habe und die Energie dabei verbraten habe, auf Deutsch gesagt. Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir dann da mal den Akku da voller kriegen und dann springen können, ne? Aber ich würde mal sagen, ich mache mal hier einen Cut und während ich den Cut habe, kann ich dann auch springen zu den anderen Schiffswerften und dann machen wir da weiter, ne? Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und würde mich auch freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.